Ich habe bei Rom dieses Mal gar keine Bewegungen gesehen. Ja, der hat sich überall in Afrika gerade bewegt. Deswegen sind meine. Wir stellen diese bescheidene Was? Bitte. Nein. Glaubst du, ich gebe dir 10.000, damit ich dich nicht mehr angreifen darf? Genau, deswegen habe ich Die Geister sagen uns, dass. in Afrika so viele einzelne Länder, weil überall anders ist Rom, so ungefähr. Ja. Ja. Mit dir weiß gerade auch irgendwie nicht, was hier mit deren Armeen machen soll. Hin und her, vor, zurück. Ja, Das Persien wissen aber auch. einige nicht. Das wissen aber einige nicht. Ja. Das ist das Problem, wenn man mit dem Frieden schließt und die so, tja, und jetzt? So, die Hauptintention, den Spieler anzugreifen, ist jetzt weg. So, Forschung abgeschlossen, Rang erhöht. Das Orakel von Delphi haben wir ja alles immer schon gehabt. Hey, das Orakel von Delphi gehört mir. Mein Ding, mein cooles. An sich könnten wir das sogar spielen, weil erstens, ich will meinen General töten und zweitens, Du willst deinen General töten. Ist er von der anderen ja, Fraktion? genau. Und zweitens ist es, also es kommt zwar eine zweite Armee noch zur Verstärkung, aber die würde ich nicht benutzen. Das ist halt eine Armee nur aus Kavallerie. Und da könntest du auch mal gegen Kavallerie üben und ich könnte Kavallerie üben. Nett. War ich, ja. Weil ich, ja. Oh, fuck. Okay, das ist die beste Karte, die du haben kannst. ja. Okay, ich glaube, ich nehme die 500 erst du doch mit. Dammit. Nein. Weißt du, vor allem anstatt dass du 501 Punkt oder so schreibst, nein, 500 und erste. Ja, was lustig ist. Das ist bei der 212. auch so gemacht. Nee. Da habe ich ja 2 und 12, also 212, Ja, 212 geschrieben. ja. Ja, aber die erste ist schneller geschrieben als die 12. und klingt irgendwie lustiger oder besser. Keine Ahnung. Ja, Ich habe es mir einfach es so sieht auf jeden angewöhnt. Fall lustiger aus. Auf jeden Fall kämpfen wir an einem sehr schönen Fluss. Ja, finde ich auch. So, Freunde der guten Unterhaltung. Haben die denn wenigstens Phalanxen? Ja, haben sie. Herrlich. Also, warte mal, es gibt doch aber zwei Brücken. Ja. Ach so, das sind gar keine Brücken. Es sind so Überläufe, also so. Aber das. So Ja. Stellen, dünne Stellen, an denen du Ja, rüber sagt er kannst. so. Wie heißen So, die? was seid ihr, Pfoten, glaube Hauptschiff? ich. Pfoten. Ja. Pfoten. Aber der Nachteil bei denen ist halt, dass ich sehr groß oder sehr geslowt werde da. Oder, also sehr, ziemlich. Ich sehe jetzt ehrlich gesagt den Nachteil noch nicht. Den siehst du, wenn ich sterbe. Ich sehe auch dann den Nachteil noch nicht. Du kannst mich So. mal.
So, wehe, du schaffst es nicht, meinen General zu töten. Ich töte alle außer den General. Ja, das wäre dann richtig, richtig arschig. Dann kannst du dir sicher sein, dass ich dann die nächste Runde den Krieg erkläre. Scheiße auf alle anderen, ich greife jetzt an. Junge Äxte! Bist du Ägypter? Seit wann bist du Ägypter? So. Okay, also ich wäre soweit. Ja. Na dann. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Nee, schaffe ich's? Schaffe ich? Ich glaube nicht. Bereit, los, oh, wie langsam die sind. Come on. Come on. Na gut. Alter, wie langsam die Elefanten sind. Komm schon. Tja. Zu euren Diensten. Bereit! Lasst sie bluten! Die Krieger erwarten euren Befehl. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit. Macht sie zu Staub! Hellenische Katafrakte. Unser General wird angegriffen. Befehle? Eure Befehle? Befehle? An die Waffen! Zerstücken sie! Rein zum Einsatz! Warum nimmst du als General einen Elefanten, wenn ich ihn töten soll? Der wurde abtrünnig. Also am Anfang war er meiner. Ah, warte, ich zieh mal kurz meine Pferde raus. Dann kannst du vielleicht den General töten. So, ich hab doch auch noch hier irgendwas Nützliches, oder? Hier, sowas oder so. So, ich verstehe auch nicht ganz, warum die eigentlich meinten, sie hätten da reingehen sollen. Deine Fernkämpfer? Ja. Ja, das war ein bisschen lustig. Berittene Adelsbogenschützen. Tötet ihr vielleicht irgendwann mal diesen General? Also nur so eine Idee? Ja, aber ja. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ach, du hast ja noch Kavallerie. Habe ich gar nicht gesehen. Solltest du auch nicht sehen. Aha. An sich könnte ich den auch selbst töten, aber das mache ich gerade nicht. Weil ich will ja trotzdem noch gewinnen. Ja. Hellenische Katafrakte! Unser General ist gefallen! Okay, super. So, und ab jetzt wird's ätzend. Ja, mal schauen. Wer will hier eine Pause einlegen? Schnell jetzt! Okay. Sie nieder!
Oh, wie langsam die sind. Das ist echt ein bisschen schlimm. Kataphrakte! Hellenische Kataphrakte! Eure Befehle? Befehle? Zerstückelt sie! Verstanden! Greift ihre Positionen an! Schwere Kavallerie zu euren Diensten! Hellenische Kataphrakte! Zu Befehl! Das ist echt nervig, dass ich hier nicht durch kann. Also, ja, du siehst es ja gerade nicht, aber... Doch, sehe ich. Achso, du hast den Fall gesehen? Aus welchem Fall? Also, nee, den Fall habe ich nicht gesehen. Ah, du bist durchgebrochen, so ein Mist. Warte mal, haben die irgendwas... Männer wanken. Hellenische Kataphrakte. An die Waffen. Schwere Kavallerie zu euren Diensten. Hellenische Kataphrakte. Bereit zum Einsatz. Bereit. Die Krieger erwarten euren Befehl. Hellenische Kataphrakte. Schwere Kavallerie bereit und willig. Herrscht für Ruhe. Hellenische Kataphrakte. Für Ruhe. Kommandant. Tja, ne? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Was denn? Alles gut, mach weiter. Aber mach's einfach schnell fertig. Bei dir? Ich nehme gerade mit dem Tobi auf. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Nur weil sie da am Mikro rumpoltert und keine Ahnung. Ja. Zu euren Diensten. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Zerstückelt sie. Fehler. So, naja, okay. Aber die Karte war auch echt beschissen für mich. Kataphrakte! Zur Spore! Stell dich mal nicht so an hier. Oh, eine gesamte Einheit. So, naja. Oh! Okay, warte, das muss ich jetzt aber mal ausprobieren. Hä, aber funktioniert das nicht so, wie ich mir das vorstelle, irgendwie?
Ja, die waren gerade nicht in Reichweite. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Aber es sieht auf jeden Fall geil aus. Aber das Plänkeln hören sie dann auf. Ja, die musst du dann lenken, ja. Der feindliche General ist tot. Ja, und dann, aber wenigstens ist die Einheit quasi komplett geblieben beim ja. Die weggelaufen sind. Ja, das war ein bisschen unlucky mit der Karte. Ja, aber dein General ist tot. Er hat halt trotzdem 300 Mann fast mitgenommen, aber... Ja. Ja, aber auch nur, weil, ja, deine Fernkämpfer waren ja auch nicht, auch noch nicht da. Ja. Ja, zumindest die Berittene nicht. Ja, genau. Naja. Aber das ist ungünstig. Ich dachte nämlich, das, was ich gerade machen wollte, dass ich das schon längst vorbereitet hätte irgendwo. Aber ich hatte das nicht vorbereitet, scheinbar. Was denn vorbereitet? Das ist ungünstig gewesen. Meine untypisch spartanische Strategie. Ach so. Aber warte, eigentlich muss ich die Armeen aber, oder? Warte, stimmt das so, wie ich es hab, oder nicht? Muss ich kurz überlegen. Könnte nämlich auch sein, dass es nicht stimmt in der, also so rum, wie ich das. Aber warte mal, wenn Esse das Schmiedefeuer ist, ist dann Glut der Esse nicht ein bisschen doppelt gemoppelt? Ja, naja, die Esse ist quasi das komplette Ding. Also wie... Diese Blasebalg, wo halt das Feuer drin ist. Ja, ein Blasebalg ist ja nicht drin, aber der Kamin ist ja das Ganze und dann ist das Feuer im Kamin drin, so ungefähr. Ah, okay. Oh, ein ehrenhafter Tod, wie schade. Aber ehrenvoll war der schon. Er hat sich alleine 5 Einheiten oder so gestellt und jede Menge davon mitgenommen. Mhm. Ist auch noch stolz da drauf, ja. So, jetzt kommt die 501. und räumt mal hier auf. Ich höre nur so die Kriegshörner und so. So. Weitere Befehle? Weitere Befehle habe ich momentan nicht. Danke sehr, der Nachfrage. Ich erwarte eure Befehle. Du galoppierst mal ganz schnell in eine Stadt rein, so dass du nicht in einen Hinterhalt gerätst oder so. So, du, die Hansel von drüben. Was macht ihr denn? Kommandant, wir können hier nicht passieren. Ihr... bunkert euch mal hier ein. So, schön eingebunkert. Dann alles. Flupp. Dann mache ich hier Forschungsrate und den Läuferburschen. Burschi.
Das brauchst nicht. Das dann hier, das da und das da. War es das dann? So. Dann. Genau, Korruption mache ich auf jeden Fall weniger. Expansionist, Traditionalist und mag Ostländer. Hey, er mag mich. Die Jünger von Athene und deswegen regieren sie nicht. Ja, wahrscheinlich. Aus diesem Grund. Die Frage ist gerade, was ich jetzt mit den zwei Armeen am Arsch der Welt mache. Wie kommen die wieder nach Hause? Warte mal, ein defensives Bündnis, also ein Schutzbündnis, ist nur, wenn du angegriffen wirst, aber ein militärisches Bündnis kannst du auch im Falle eines Angriffs verwenden, oder wie? Ja, also Militär... Also, wenn du sagst, ich möchte den und den angreifen, dann kannst du bei der Fraktion sagen, hey, du, ich will den und den angreifen. Ja, genau. Und du machst so. Oder wenn du dich gegen mich stellst, dann Genau. Euren Worten haftet eine noble... Ja, euren Worten haftet eine noble Geste. Bla, bla, blub. Kann ich irgendwo nachschauen, was ich noch alles brauche, um die nächste Imperiumsstufe zu erreichen? Ja, das kannst du, indem du deine Fraktion anklickst bei Übersicht und dann unter dem Regierungsübersicht ist ja deine derzeitige Regierungsart. Also bei mir jetzt Imperium, bei dir Königreich wahrscheinlich. Und die klickst du dann an. Und dann kannst du quasi die ganzen Formen sehen. Und wenn du da hinklickst, dann siehst du links Voraussetzungen. Und rechts siehst du dann, wie viel es kostet. Aber das ist doch einfach nur eine unterschiedliche Art von Regierung. Also ich meine, ich rede von der Imperiumsstufe. Also wenn du da rechts in der Übersicht drinnen bist, dann gibt es ja die Imperiumsstufe. Ah, also das meinst du. Ob man da sehen kann. Nee, also was du davon brauchst, also du brauchst einfach mehr Länder. Also je... Umso größer genau. Du bist, umso... Genau. Umso größer du wirst, umso Ding. Genau, umso größer ist dein halt dein Imperium. Also very easy. Genau. Very easily. Easily. Du bekommst hier den Bonus. Ah, dich habe ich halt im Gewaltmarsch bewegt. Jetzt kannst du nicht mehr produzieren. Also. Du weißt schon. Also. Vermächtnis. Üb. Vermächtnis wieder aufstellen. Da habe ich einen Perikles Stolz mit Level 2. Mach ich mal. Oh, das war eine Mission. Oh, cool. So. 2, 4, 6. Ja. 5. Ja, ich tu dir ja mal einen Gefallen und rekrutiere in dieser Armee mal keine Elefanten. Bis dahinter forschen muss, nur damit man Level 3 Waffenschmied kriegt. Naja, nur, also Level 3 Waffenschmied, das sei schon echt badass. Der Stadtschmied ist der normale Waffenschmied. Ja, bis dann.